Ich bin die Netzreporterin Katja Sinning und bei mir sitzt heute Thomas Feich. Herzlich willkommen. Guten Tag. Gut. Ja. Zunächst einmal, Sie haben die sogenannte Republic of Culture gegründet. Wollen Sie uns da mal erstmal ein bisschen erzählen, worum es geht, was Sie da machen? Ja, also generell bin ich ja dafür, dass auch Designer eigenaktiv sind und nicht immer nur das Geld andere Leute ausgeben. Und da Kultur oder Gestaltung oder Design ist ja inzwischen überregional. Also Apple hat jeder in Amerika oder Mozart hört man genauso in Japan wie hier. Und da wir sonst immer so in Abgrenzungen leben, haben wir vor anderthalb Jahren einen Staat gegründet. Sie sind ja besonders spezialisiert auch in Buch- und Magazindesign. Und meine Generation ist ja so mit digitalen Medien aufgewachsen und ich werde wahrscheinlich nur noch E-Books gestalten später. Meine Frage, was wären denn Ihre Forderungen an E-Books? Was müssen Sie erfüllen? Ja gut, das E-Book muss halt auch ein bisschen anders, bis jetzt liest man ja da nur, also ich denke, das wird wie so eine DVD funktionieren, dass dann mehr Ebenen da reinkommen, ja. Schätze ich mal. Okay, welche Personen würden Sie sagen, haben Sie am meisten beeinflusst in Ihrer Entwicklung? Ich habe mal einen Artikel schreiben müssen über das Thema Vorbilder, weil es heute die Leute so wenig Vorbilder eigentlich auch benutzen. Also es war meine Mutter, der Gutenberg, Milton Glaser, der Walter Lürze als Werber. Wir haben letztes Jahr Dietmar Hennecke auch nach Vorbildern gefragt und da hat er dem Nachwuchs als Tipp gesagt, such dir ein großes Vorbild und jage diesem nach. Was würden Sie dem Nachwuchs aus unserer digitalen Zeit, der Zeit des Digital Overflow, heute als Tipp geben? Ja, ich denke schon auch, dass man heute, oft wird man ja heute, wenn man fertig ist, machen sich viele sofort selbstständig. Aber es ist ja auch eine Zwangsselbstständigkeit heute oft dabei. Aber ich finde, man muss sich gute Leute suchen, an denen man sich noch reibt. Wenn man von der Schule runterkommt, Uni runterkommt, dann hat man eigentlich nicht mehr wie einen Führerschein. Was kostet eine Idee von Ihnen, von Thomas Feich? Ich sage immer, so kostet wenig, so kostet doppelt so viel. Also, weil es ja heute kaum einer bezahlen will, sage ich 7,50 Euro auf die Hand. Dann 7,50 Euro? Und dann sagen die Leute in der Regel, nee, das ist noch ein bisschen weniger, sagen, dann zahlen sie es ordentlich. Man kann nicht sagen, heute wird ja alles, was wir tun, in Zeit aufgerechnet und dann nach Stunden setzen. Ja? Und das ist natürlich Quatsch, weil eine Idee kann ich in einer Minute, in 10 Sekunden oder in 3 Wochen haben. Ne? Aber Ausarbeitung steht ja auch immer noch dahinter. Ja, wir sind aber in der Regel, wenn man nur für die Umsetzung bezahlt und nicht eigentlich wirklich für die Idee. Also ich habe schon versucht, bei Unternehmen für Packungsgestaltung Lizenzen zu kriegen, also 1 Pfennig pro Packung damals. Ja, da hat mir niemand bezahlt, da hätte ich richtig Geld verdient. Ja. Schade, eigentlich sollte man machen, die Designer beteiligen. Naja, ja. Sie sind ja langjähriges Mitglied beim DDC gewesen. Warum sind Sie ausgestiegen? Wenn es Ehrenamt zum Stress wird, dann sollten wir es lassen. Sag mal höflich. Wie würden Sie das Verhältnis vom ADC und DDC beschreiben? Eher Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung? Also für mich war das ein Thema Gestaltung, also eher introvertiert und Idee und Gestaltung zu machen und nicht Werbung und den Witz damit reinzubringen, ja? Weil ein Haus ist ja auch nicht witzig oder Typografie ist auch nicht witzig. Ja? Also ich wollte es rein auf Gestaltungspart haben, natürlich mit einer Idee. Und das hat man eigentlich jetzt immer wieder mehr in Richtung Werbung geöffnet auch, die Schnittstellen sind natürlich, überschneiden sich, aber hier wächst eigentlich zusammen und ich wollte das sehr viel mehr auf Gestaltung machen. Ne? Aber der ADC dreht sich ja hauptsächlich um Werbung. Ja, der ADC hat sich doch schon sehr geöffnet auch. Die ganzen Agenturen gehen ja ins Corporate Design Geschäft. Also früher war halt Werbung, hat man relativ schneller Geld verdient wie mit Grafikdesign. Also müssen sie länger arbeiten für weniger Geld. Ja. Was müsste man tun, um den DDC nochmal zu neuem Elan zu verhelfen, nochmal richtig an die Öffentlichkeit zu bringen? Dass sie vielleicht auch wieder einsteigen? Oh, das ist eine anstrengende Frage, ja. Ich habe mich eigentlich nicht mehr mit beschäftigt. Eigentlich war das so, dass ich das ein bisschen auch so ist, dass das, was ich da als dem Heft gemacht habe, wenn ich das mal, das ist ja auch gegen Geiz, ist geil hier, ja.
Wenn man, das ist eigentlich das Medium für den DDC, ein Vernetzungsmedium, was Werbung, Redaktion, Gestaltung vermischt. Aber das wollte halt da keiner, dass man so ein Projekt macht. Ja? Dann vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank fürs Interview und ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dem ADC-Festival. Ich bedanke mich. Ja? Dankeschön. Tschüss.